Einen wunderschönen guten Abend, Servusle. Und so gut wie da, ich bin so gut wie da. Schön, dass ihr euch schon eingefunden habt. Zu einem gemütlichen und tierisch entspannten kleinen Grusel-Together. Ich freue mich jedenfalls schon mal sehr. Passe mal auf, dann machen wir das jetzt einmal weg. Dann hole ich mein Wasser und dann geht's ja gleich los. Kurzen Augenblick. Paringa. So, ist denn schon alles am Blitzle, außer der alte Mann? Jo, es hat schon geklickt. Es geht schon los. Junge, sind wir heute auf Performance hier. So, ein bisschen Wasser für den Kaffee. So, vielleicht mal etwas sachter abstellen als letzte Woche. So, nochmal wunderschönen guten Abend. Hey, die kommen doch nicht nochmal, die Spinnen, oder? Kommen die nochmal? Kommen die nochmal? Ich weiß es nicht. Die Shop-Größen, Thorsten, meinst du, weil ich es gerade lese? Also ich bestelle mir die immer so ganz normale, herkömmliche Größen. Für mich fallen sie normal aus. Aber das kommt natürlich auf dich drauf an, wie bei dir die normalen Sachen sonst ausfallen, ne? So, meine Lieben, Stöpsel sind schon am Start. Was heißt denn da eigentlich immer, ob ich heute pünktlich komme? Was meint ihr, wer das alles anmacht? Ich bin schon die ganze Zeit da, nur zeige ich mich erst, wenn mein Kaffee soweit ist. So, komm her, fackeln wir nicht lang rum. Bämsle, wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zur zweiten Runde Resident Evil 3. Ah. Ich baue mir schon mal einen Kaffee, oder? Ich baue mir schon mal einen Kaffee. Wie geht's euch, Leute? Wie geht's euch? Eine weitere Woche der Quarantäne. Aus Österreich hört man ja nur Gutes. Da hört man ja nur Gutes. Was geht bei euch? Ah, wie viel machen wir heute? Heute mache ich den stärkeren. Das letzte Mal hat mich schon geschockt. So, eins. Hofner, herzlichen Dank, grüß dich. Zwei. Und? Naja, machen wir nicht ganz so krass stark vielleicht. Obwohl ich ja eigentlich mit dem Einschlafen das letzte Mal keine Probleme hatte wegen Kaffee. Ah, Anyman, Dankeschön, Servus. Grüßt euch. So, Wasser rein und dann begrüßen wir auch mal. Oh, da ist wieder das Gute. Da ist wieder das Gute. Sau warm geworden, gell? Ist irgendwie warm geworden, wie Sau. Kohlepott, Dankeschön. Und ein Moin, Servusle. Dankeschön. So. Oh, nicht schlecht. Halt schwabbeln. Manchmal vergesse ich's. Entharte Milz, ein herzliches Dankeschön. Habt ihr die letzte Woche gut hinter euch gebracht, Leute? Ja, bei den Österreichern wird schon tatsächlich von Abschwächung der Maßnahmen gesprochen. In Taiwan, da läuft es ja richtig gut, ne? War das Taiwan, wo es so gut läuft? Aber ich glaube, eine Insel ist grundsätzlich auch besser zu kontrollieren, oder? Da, di, da, da. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, ob ich jetzt nicht irgendwas durcheinander gebracht habe. Doch, die Hintergrundmusik ist schon da, die ist nur sehr, sehr leise. Ach, stopp. Habt ihr eigentlich das drehende Ding mit Musik gehabt? Ich habe vergessen, den Ton zuzuschalten. Scheißdreck. Da kam gar keine Musik beim Drehkreis, oder? Naja, Voucher-Moment. Dafür kriegen wir es aber von Anfang an. Moment. Ich denke die ganze Zeit, ich wackel hier zur Musik, freue mich und denke, warum schreibt da jemand, da kommt keine Musik? Pansenmeister, Dankeschön. Jetzt ist Musik da, oder? Kommt jetzt Musik? Hört ihr jetzt was? Danke für den Hinweis. Sehr gnädig ausgedrückt. Ist dann so der Typ, der hier schunkelt, weißt du, zur Musik und keiner hört es ja außer er selber. So, Kaffee zieht. Ah, und ich ziehe mit meinen Augen in den Chat und guck mal, wer alles da ist. Jetzt höre ich Musik. Jetzt hört er Musik, gell? Gut, gut, gut. Keiner schunkelt gern allein. Dankeschön. Oh. So, meine Lieben, zweite Runde.
Ich habe den Stream recht schnell auch ins Archiv gestellt, aber mittlerweile gucken auch viele direkt bei Twitch die Videos an. Irgendwann werden die da auch für immer praktisch abgelegt. Im Moment habe ich nur leider ein zeitliches Gap. Das halt, irgendwann läuft das halt ab. Wenn man Affiliate-Partner ist, ist das so. Ah, dann fangen wir mal an. Tekoshi, einen wunderschönen guten Abend. Ich grüße dich. Natsu 20798, hallo. Memento 02, grüß dich. Drachenbutter 2, hallo. Hast es geschafft. Ricard 0815, da habe ich dich gerade schon eins, Herr Wustle. Zaubertosti, Prinz Toretto, grüßt euch. Todesritter 1975, hallo. Sion 86, KI, ich grüße dich. Musik läuft sehr gut. Ich bin mal gespannt. Ich traue mich momentan ja gar nicht, irgendwen zu fragen, dass er mein Bart schneidet. Das wird wahrscheinlich noch ziemlich auswuchern. Olindra, ich grüße dich. Servus. Janina 19, nee, nicht 19, 16.2, Servusle. Holkus, grüß dich. Taudano. Neromatrix, hi. Sternfrucht, grüß dich. Andreas 8788, Servusle. Da musst du aufpassen, wenn du schnell redest, keine Luft mehr kriegst. Sofort schaltet das Gehirn ein. Was ist das? Darksider? The Early Access Release Date von Darksider. Da muss ich nachher reingucken. Pixelpuppe, ich grüß dich. Met 77 Conan, hallo. Bing Nullbuch. Bingo Buch, Servusle. Sobs, Sapsoni, grüß dich. André 001, ich grüße dich. Wolda, wunderschönen guten Abend. Und direkt eine Maschine hier losgebrettert. Herzlichen Dank, Wolda, vielen, vielen Dank. Schwibbele, grüß dich. Black Dragon 177, hallo. Magical Park 76 ist auch hier, servus. Corner Tubes, hallo. 77er Patrick, grüß dich. Mochichi, hallo. Lukas Alderle, ich Servusle, ich grüß dich so rum. Bist du wieder am PC unterwegs heute? Sehr schön. Sifi 19891, grüß dich. Wolda nochmal Servusle, gell? Melli verwirrt, hi. Mr. Nix 64, grüß dich. Cherry Sein, Servusle. Isaria, grüß dich, weil ich muss mit den Augen mehr in die Mitte. So, Philipp 61288, grüß dich. Amoxep, der Amoxep 2007, Servusle. Avesta 0, grüß dich. Chase Lizard, grüß dich. Bublau Tour, hallo. Thorsten Mainz, servus nochmal. Ich habe schon Fett reingemacht, also Bartmaterial, aber es zieht sich immer zusammen. Wenn ich den jetzt rauszwirbel, der ist ja so lang mittlerweile, ich flechte den immer so ein bisschen ein. Aber ich schneide ihn selber nicht mehr. Sabdrache, grüß dich. Letztes Mal ist schief gegangen. Andreas von YouTube, ich grüße dich. Servusle. Jo, servus. Servus nach Österreich und grüezi die Schweiz. Uns ein Broschüre an die Nachbarn. An die westlichen Nachbarn. Usagi, herzlichen Dank. Grüß dich. Dankeschön. Dark Gamer V2, ich grüße dich. Halaladi, Jennifer P80, hallo. Arkwolf 72, Grüße. Neromatrix haben wir schon mal gehabt, aber Servus dann nochmal. Heute funktioniert der Chat, oh, da freue ich mich. Ich habe letztes Mal auch gemerkt, dass ganz, ganz viel gar nicht hier ankam. Ich hau mich weg, Servusle, da hau ich mich dazu. Mario, herzlichen Dank, Dankeschön und Servus. Drei Tonnen Fliege, grüß dich. Patman 1981, Servusle. Boah, Leute, kaum geht's über 20 Grad, trielig. Das ist der Hammer. Das ist der Hammer. Darf man jetzt so auf die Zähne beißen? Ich habe immer noch Zahnprobleme. Ich gehe zum Zahnarzt. Ich sag, Alter, ne? TK Niki, grüß dich. Spontaner Speck. Servusle. Spontaner Speck? Sehr gut. Spontaner Speck geht immer. Alter, ne? Kierubis, hallo. André 001, servus. Nico, grüß dich. Andi Walter 85, hallo. Kohlenpott, ich grüße dich. Savina 1338, servus. TS Balsusi, hallo. Danny Katana, grüß dich. Schön, ihr seid ja alle da. Boah, Alter, mir ist es schon zu warm. Kurzer Moment mal. Das wird sonst nichts, wenn ich das jetzt ausziehe. So. Navan, Navan Yu. Servusle, grüß dich. So. Sollen wir schon pressen? Das ist noch ein bisschen früh, gell? Oh, es ist schon 8. Wie schnell bin ich? Die Zeit verfliegt hier. Wahnsinn. Alterle. Ich habe gerade eben erst eine Tablette nochmal. Also wenn ich mich jetzt ab und zu hier hebe, ich habe echt Zahnweh wie Tier. Ich hoffe, das verfliegt gleich. Marco 1096520, ich grüße dich. Ah, Kohlepott, dankeschön. Steffi Lang, Servusle. Halpieren, ja, Servus. Und herzlichen Dank
Eine Bombe vom Halbhirn. Dankeschön, herzlichen Dank. Nun grüß dich, ne? Rosales, servus. Komm, ich press. Der wird von allein noch ein bisschen nachjustiert. Wie geht's euch, Leute? Seid ihr noch fit? Haltet ihr noch durch? Wir müssen, ne? Arctic Ranger, ich grüß dich. Tekoshi, servus. Babs, zieh durch den Chat. Ganz, ganz lieben Dank, meine Lieben. Ah, Bingo-Buch, servus. Sobo, hi. Marco, grüß dich. Blocker zu Hessen, servusle. McZylia, servus. Schön. Machno-Grill, grüß dich. Ach, schön, dass ihr alle da seid, da freue ich mich sehr. Ja, müssen wir durch, meinem Ekel. Ist nicht gerade die Bundesliga am Überlegen, ob sie wieder. Die trainieren doch jetzt wieder, gell? Skinalia, servus. Obwohl, ich habe ja eigentlich Unterhaltung genug. Gachi, 94, servus. Natsu, grüß dich. Quantmechaniker, hi. Ey, wenn ich jemand vergessen habe, an der Stelle nicht böse sein, ne? Ich muss ab und zu immer mit, ich gehe immer mit dem Chat mit und ab und zu fahre ich dann runter, dass ich wieder einen Anfang habe und dann gehen immer ein paar durch. Das ist dann aber nicht böse. Mein Flauschörnchen, grüß dich. Hofnano. Ruffy, servus. Mayo, servusle. So, Kaffee ist unten. Jetzt hoffe ich, dass ich alles da habe. Ich will nicht nochmal aufstehen. Und es ist mir auf einmal warm geworden. Ja klar, der Sommer wartet natürlich nicht, bis es alles vorbei ist. Ey je, das wird eine heiße Zeit. Elflitzo, ich grüße dich. Schön, dass du da bist. Ja, das, die Frage ist natürlich, wie die das alles teilen, wenn die die Zügel früher loslassen. Ob die nicht tatsächlich eine zweite Welle ein bisschen anstupsen müssen, dass das irgendwann mal durch ist. Ich habe keinen Plan. Man liest zwar in letzter Zeit viel, gell, aber... Naja, ich vertraue da so ein ganz kleines bisschen auch, dass die das jetzt so langsam in den Griff kriegen. Klittersahne, grüß dich. So, Kaffee ist eingeschenkt. Ich werde mal trotz meiner Backenschmerzen hier meinen Zucker, den lasse ich natürlich nicht weg. Ja, die Schwitztücher. Ich habe sie auch schon vorbereitet, als ich gesehen habe, dass es warm wird. Das ist bei mir sowieso schon immer, schon als ich jung war. Sobald es wärmer wird, transpiriere ich. Dann will mein Körper kühlen. Auf volle Leistung. Ist noch einen heißen Kaffee dazu, ist natürlich nicht ideal, aber ich habe so Bock auf eine Tasse Kaffee gehabt jetzt. Leute, zweite Runde. Letztes Mal sind wir vom Typi davon gerannt, ne? Und ihr, ganz viele haben geschrieben, ich habe es erst nachträglich nochmal angeschaut im Chat. Ganz viele haben geschrieben, ausweichen mit Space. Das probiere ich heute, übe ich nachher ein bisschen, dass wir da gut durchkommen. So, erster Schluck. Auf unsere Gesundheit, auf euer Wohl. Ah. McZylia. Habe ich schon gehabt, gell, aber nochmal Servus. Und alle, die ich vergessen habe. Da ist sie Hochstein, grüß dich. Ah. Hanni meint, ich schrei heute wieder. Ich weiß nicht. Bei der Spinne bin ich halt schon erschrocken bei der erste. Die Joker, Servusle. Oder die Joker. Dankeschön. Fips, grüß dich. Dem ist es schon extrem, ne? Aber mit Ausweichen kriegt man den Griff, habe ich jetzt ganz oft gehört. Ein großes Eis ist immer gute Idee, Murmler. Prost, Zion. Hit, Servus, Hit 99. 199, sorry. Tanja, hallo. Manosch 79, ich grüße dich. Valerie Deschaun, ich grüße dich. Zum Wohl. YouTube mach ro Servusle. Mach no Grill. Ich grüß dich. Zum U-Bahn-Büro muss ich. Okay, war ich das letzte Mal? Ist wie super, dann muss ich mir erstmal auf der Map jetzt wieder zurechtfinden. Naja, das schaffen wir schon zusammen. Evokista. Evokista. Grüß dich. Evokista heißt es wahrscheinlich, gell? Ich habe jetzt erstmal Evok gelesen und sofort habe ich Bock auf den Film gekriegt. Ob man den heute angucken kann? Preacher, Servusle, grüß dich. Alter, ne? Alter, das bollert ganz schön rein. Was ist da los? Hast du schon Ventilator rausgeholt? Hab ich auch schon. Aber der läuft bei meinen Rechnern, die gehen vor. Hertel, grüß dich. Evokistar, Evokistar. Alles klar. Rosales, grüß dich. Ja,
Jetzt lassen wir das Lied noch ein bisschen dudeln und dann schalte ich um. Da gehen wir direkt los. Wir werden viel Zeit brauchen, bis ich da durch bin. Preacher, Dankeschön. Herzlichen Dank. Vielen, vielen Dank. Es wird trotzdem nicht irgendwie kühler, gell? Ob das die Lichter hier sind, die mich anstrahlen? Jana, grüß dich, Abend. Alterle. Jedes Mal an der Stelle, gell, unterbricht's Lied. Und jedes Mal nehme ich mir vor, danach im Stream das richtig zu besorgen. Ich vergesse es immer. McZylia, herzlichen Dank, Dankeschön. Ganz lieben Dank. Beefyline, hallo. Ultra Hochheads, grüß dich. Farm and Fix 2020. Debut. Kommen wir auf eine Ankündigung heute durch. Ja, im April kommt jetzt auch ein bisschen was raus an Spiele, ne? Die Mona, grüß dich. Ich da, servus. Die Bahn fahren bei uns, das ist, wie fahren die Bahnen bei euch? Fahren die wie immer? Also dieselbe Frequenz und bei uns haben sie die verkürzt wegen dem ganzen Thema. Manosch 79, servus. Wobei ich gedacht habe, wenn mehr Bahnen fahren, dürfte es doch eigentlich sich besser verteilen, oder? Honey 110188, servus und herzlichen Dank. Aber die machen das bestimmt, dass sie die Leute schonen, klar. Kaltes Wasser, hallo. Bocek, servus. Jana, hallo. Fips. Backpfeifle. Manitra. Ich glaube, ich habe soweit alle, bis auf die ich vergessen habe. Aber an der Stelle ein extra Servus für euch. So, ich muss mich seelisch-moralisch darauf vorbereiten, dass wir gleich loslegen wollen, ne? Ja, das schaffen wir doch jetzt, oder? Ich meine, das Zweier, das Remake haben wir doch auch geschafft. Wann kommt denn eigentlich das nächste reguläre Neue raus? Ist das nicht auch dieses Jahr? Resident Evil? Ich weiß gar nicht, 8 oder welches kommt, ne? Ich habe heute tatsächlich, als ich bei der Apotheke geschwind meine Tabletten hole heute, auf dem Rückweg gleich ums Eck rum. Bei uns ist so eine kleine, ja, wie soll ich das sagen, da kannst du Tabak kaufen und Zeitschriften und Post abgeben. Und die stehen ja immer Schlange, weil immer nur einer in den Laden darf. Habe ich meinen Onkel gesehen, verstehst du? So mittendrin im ganzen Chaos stand er da mit seinem Bäckle. Bei der Schlange. Gar nicht so richtig erfreut, dass er auf der Straße anstehen muss. Mario, grüß dich. Kusanaga, ich grüße dich. Und der Hof, ah, servus. Ja, wir fangen langsam an. Ich werde schon mal da drüben alles starten, was ich starten kann. Beziehungsweise, das hätte ich eigentlich schon längst mal rausnehmen wollen, wenn ich schon so Bilder in hier mache. 006, servus, grüß dich. Ah, kann man das Lied jetzt einfach... Lass es wenigstens eine Minute, müssen wir ihn gönnen. Ich trinke noch einen Schluck Kaffee so. Blaumeiserei. Phönix-Schneckchen, ja, das habe ich vor heute. Sehr lautes Lied, gell? Also, pass mal auf. Jetzt machen wir es wieder so. Ich mache jetzt mal hier einen Ausfader. Das ist schon mal gut. Und dann musste ich ja das letzte Mal... Jetzt pass auf, es braucht kurz einen Moment, bis ich das hier alles gestartet habe. Schleppst du das 7-Days-Thema hier auch noch rein, Subsonic? Klar vergesse ich ab und zu was. Ist ja jetzt nichts Neues. Und wenn ich mal ein Turret vergesse, wie geil, 3 Folgen später noch. Ich hab's jetzt geholt. Achso, ich will ja nicht die Folgen spoilern. Entschuldigung. Ah ja, das bin halt ich. Ich spiele weiter casual. Es wird immer so sein, dass ich mein Zeug vergesse. Sonst schreibt ja keiner unter die Kommentare, wenn ich nicht ständig was vergesse, oder? Ajo. Kann jedem nur mal empfehlen, sich eine halbe Stunde aufzunehmen beim Zocken und sich's anzugucken. Da werdet ihr dann genauso viel finden. Engelsmond, ich grüße dich und ganz lieben Dank. So, warte mal, ich war hier irgendwo gerade dabei, was zu machen, gell? Der Nemesis hat super Zähne, ja. Ich habe übrigens auch nochmal in den Einstellungen ein bisschen rumprobiert, weil ich finde, dass es recht trüb immer ist. Es wirkt so matschig. Man kann ganz viel einstellen. Ich kann es auch so einstellen, dass es eher kantig rüberkommt. Aber dann sieht es atmosphärisch nicht mehr so gut aus. So, Buzz Move. Dann machen wir mal hier der F11er Reihe, gell? Dann haben wir da schon mal den Hintergrund. Und dann bitte einmal Resident Evil 3 heute. Ich danke dir, lieber Computer. Fässer schießen, auf die Elektroteile schießen und ausweichen mit Space, ne?
Ja, der hat stabile Beißer. Ich glaube auch nicht, dass der Zahn wäre, hat der Sack. So, wie schaut's denn da aus? Sind wir da jetzt durch? Capcom, was geht? Alles klar. Jetzt pass auf, wir hatten das letzte Mal gesagt, Ton hoch. Ich habe mich ein bisschen leiser gemacht, ne, dass wir die Stimmen und so besser hören. Machen wir es mal so. Etwas leiser bin ich. Ich werde heute auch nicht gilfen wie ein Mädchen. Achso, ja, Bild wollte er wahrscheinlich auch noch, gell? Kaum anspruchsvoll, ey. So, Entschuldigung. Ich vergesse es als. Ist immer das Geilste, wenn du losspielst und dann irgendwann darüber guckst und denkst, oh, wie, wir wollen auch Bild. Kampagne? Fortsetzen. Die neue Plage breitet sich aus. Nichts Neues und schon gar nicht mehr so erschreckend, haben wir alles selber. So, theoretisch, guck mal, jetzt sieht es doch etwas klarer aus, ne? Das Bild. Ich weiß nicht, wer sich erinnert, aber ich finde halt, dass es tatsächlich sehr trüb war. Es sieht etwas klarer aus. Ich hatte es noch klarer, aber dann siehst du an den Haaren so komische Striche. Das hat mir dann gar nicht mehr gefallen. So, Ton ist aufgedreht, Hintergrundbilder sind weg. Ich bin ein bisschen leiser gemacht. Die Spinnen haben wir schon erledigt. Lass uns erstmal kurz überlegen, ob ich noch irgendwas aus meiner Kiste brauche. Ich nehme sie mit. Ich nehme sie mit. Irgendeiner von euch hat nämlich geschrieben, wenn man den Nemesis einmal so richtig stunt, kann es sein, der lässt eine Kiste fallen, ne? So. Was war denn unser Auftrag? Das Stellwerksystem im U-Bahn-Büro aktivieren. Okay, ich gucke jetzt natürlich nochmal ganz kurz rein. Auch da habe ich einen Hinweis bekommen, wenn ich mit dem Fadenkreuz. Ah, tatsächlich, das hast du gemeint. Hat jemand geschrieben, wenn ich mit dem Fadenkreuz genau auf die Punkte draufgehe? Dann steht nämlich da auch dabei, ne? Hier ist der Donutladen, hier ist die Apotheke, hier ist das U-Bahn-Büro. Also, und wir sind hier. Das heißt, ich muss jetzt erstmal raus durch den Laden, dann gehen wir vorm Donutbüro rechts hoch, ne? Und da kam ja dann auch der. Boah, Leute, seid ihr bereit? Seid ihr bereit? Sollen wir raus? Wir sollen raus. Ich muss allerdings hier immer. Bevor ich das im Kopf, ich habe da echt eine Schwäche, dass ich im Kopf mir das immer kurz einprägne. Vielleicht kann man auch darum gehen, aber ist jetzt egal, oder? Wir gehen jetzt da raus. So, und schon sind wir mittendrin statt nur dabei. So, jetzt pass auf, ich habe mir überlegt, wir laufen jetzt hier durch. So, hier. Jetzt probiere ich das hier schon mal. Das ist der Nemesis, ne? Gut, wenn man halt ausweicht, wo man gar nicht muss. Und vorm Donutladen haben wir gesagt. Das heißt, wir wollen dann hier so rum. Hopf, hier durch. Ich war durchgewichen, Alter. Gut, da muss ich noch ein bisschen üben. Letztes Mal haben wir gar nicht ausgewichen. Heute umso mehr. Er ist bestimmt noch hinter uns, oder? Hier wollte ich nicht hin. Hier wollte ich, glaube ich, gar nicht rein. Das war jetzt die Panik vor ihm. Wo bin ich denn überhaupt? Kurzer Moment. U-Bahn-Büro. Ist ja gar nicht schlecht, wenn wir hier runtergehen, kommen wir doch vielleicht hier rüber, oder? Ich guck mal. Ich bin gespannt. Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass er schon wieder. Und wir haben nichts zum Heilen. Hier muss ich rein, glaube ich, ne? Oh, shit, ich habe ich nicht gesehen. Ich hatte nur mein Ziel, mein Fokus. Jetzt rein, rein, rein. Hey, wir sind schnell da. Hätte ich nicht gedacht. So, ich hoffe, der kommt jetzt nicht. Carlos, ich bin in der Schaltzentrale. Was jetzt? Super. Jetzt musst du eine Route festlegen. Okay, eine Sekunde. Was hat er gesagt? Ich war jetzt so fasziniert, dass hier noch eine Kiste ist, die ich nicht aufgemacht habe. Guck mal erstmal da rein. Flintenmunition. Sind wir mal nicht abgeneigt. Eine Route soll ich festlegen, hat er gesagt, gell? Okay, wo wollen wir hin? Die Bahn steht in Redstone Street. Unser Zielbahnhof ist Fox Park. Kannst du das eingeben? Hey, ich bin Supercop. Ich krieg das schon hin.
Unser Ziel ist Fox Park, wir stehen in Redstone. Das heißt, ich muss die Weiche stellen. Fox Park ist 01 und Redstone ist Ziel. Und dann muss ich jetzt praktisch, wie mache ich denn das? Wählen. Hier. SA. Was heißt das da? Paust? Arenum oder sowas, ne? Faust? Akemü. Ich kann es nicht genau lesen. Auf jeden Fall ist es ein F vorne. Das da wird sein. Neun. Nehme ich jetzt mal. Ne, geht ja nicht bis neun. Ah doch, da kommen noch Zahlen. Das ist doch eine neun da unten, oder? Wie weiß ich denn jetzt, was ich da brauche? Lass uns mal das nächste noch einstellen. Raccoon City Central Station. RCS. R. RA. Oder RE. Nee, Spiel kann ich nicht lauter machen, aber im Moment ist in dem Spiel auch kein Sound wirklich. Miss Azrael 13, Dankeschön. Servus. Jetzt pass auf, also der zeigt uns ja an, dass wir da oben wegfahren. Meinten der das dann? Im Moment macht das Spiel nichts. Und ich habe es genauso eingestellt wie beim letzten Mal. Ich bin sogar leiser wie beim letzten Mal. 02 wahrscheinlich. Oben steht ja auch 01. Steht da oben 01? Ist es bei mir jetzt dunkler? RE ist auf jeden Fall. Ich blick noch nicht ganz, ob ich da die Abkürzung. Ich mache jetzt mal alle hier durch. Wir müssen auf jeden Fall 08. Sind die überall gleich, die Dinger hier? Die sind überall gleich. Was meint er aber? FO. Fox Park. Leute, wie gesagt, das ist im Moment kein Ton im Spiel, außer ein ganz leises Rauschen. Wir gucken gleich mal, wenn wir rauskommen. Ist aber alles so eingestellt, wie es war. Vielleicht macht er bei euch ein bisschen lauter. Ich kann mich noch leiser ziehen, dann könnt ihr euch noch lauter drehen bei euch. Hat jemand eine Idee, was ich RA01 sagste? Wo? Redstone Street? Ich raff im Moment noch nicht mal, wie dies mit den Abkürzungen genau. RE 01. Erste RE 01. Das steht ja schon da. Das erste ist hier oben, ne? RE 01. Das kann ich auch nicht verstellen. Oder meinst du, das nächste ist RE 01? Das hier. FA02. Und dann kommt RA01. Ich muss nur gleich noch selber checken, warum das so ist. RA, jetzt habe ich es verblättert, scheiße. Schon wieder. Hey, sagen wir immer genau. R. Das ist, weil ich jetzt RA01, dass ich den Anschluss hier nicht verpasse. SA02. Aber warum ist es so? Weil ich habe ich den Anschluss noch nicht. SA 02. Also RE 01 ist das erste, da geht's los. Dann geht's FA, das ist die Abkürzung hierfür, 02 war das zweite Gleis, oder? Dann RA für Raccoon. Aber wie kommst du drauf, dass das A dann passt? Das verstehe ich nicht. Das ergibt sich für mich nicht. Danke, Breacher, ich habe es gerade mal bei dir abgelesen jetzt. Hani, Dankeschön. Für was steht jetzt dieses RA dann in dem Fall? Eigentlich unwichtig, wenn es jetzt hier so passt, ne? Aber trotzdem, ich dachte, ich frage mal. Die Zahlen stehen fürs Gleis, das habe ich immer noch gedacht. RA ist 3. Ah ja, tatsächlich. Gut.
Ich mach's mal so, oder? Machen wir mal Ender. Gültige Route bestätigt. Carlos, ich bin's. Hab uns eine Bahn. Ah, hier stehen die Dinger auch drauf, die Abkürzungen. Fantastisch. Und auch verdammt zäh. Da stehen sie. Komm schnell zurück zur Station. Wir machen die U-Bahn abfahrbereit. Ach so, RA, Raccoon City, alles klar. Ja, aber da wären sie auch drauf gestanden, ne? Super, herzlichen Dank. Sparen wir uns viel Zeit. Ich hätte da noch eine Weile gebraucht jetzt, bis ich das gefunden hätte. Zur U-Bahn-Station zurückkehren. Jubidubi. Speichern wäre natürlich noch viel geiler. Was haben wir denn hier eigentlich? Einfaches Schloss. Da können wir doch auch noch kurz rein. Wenn da noch ein Schloss ist. Gehen wir kurz gucken. DJ Fish, grüß dich und Dankeschön. Ich hoffe, der kommt nicht. Hier haben wir auch nochmal was, siehst du? So. Das nehme ich jetzt am besten noch gleich. Wir sind schon wieder bei Warnung. So. Alles klar. Jetzt pass auf, jetzt gucke ich mal ganz kurz. Wenn wir... Das ist die Station. Das ist die Innenstadt. Wir müssen jetzt wohin? Wieder zurück zum Unterweg, glaube ich, ne? Ne, zur U-Bahn-Station. Okay, pass auf. Ich gucke halt, ne, weil ich mir die Wege noch nicht eingemerkt, geprägt habe. Die war... Ich muss erstmal aus dem Ding raus hier. Er wird jetzt bestimmt gleich kommen. Was ist denn das jetzt wieder? Was ganz Spezielles hier am Start. Hast du dem seinen Schädel gesehen? So. Die haben jetzt alles sowas, hast du gesehen? So, am Donutladen müssen wir auf jeden Fall vorbei. Treppe hoch. Oder wir gehen durch den Donutladen. Ich glaube, wir gehen durch den Donutladen. Wir probieren es. Komme ich hier auch so durchgeschlittert? Ja. Da ist auch noch was, was wir vergessen haben. Sehr geil. Der sah echt nicht gesund aus, das stimmt. Zweite Handgranate. So, hier mal kurz speichern. Ich würde sagen, wir überschreiben da. Boah, ist mir warm. So. Dann gehen wir jetzt raus. Hier auf die Straße. Und dann probieren wir uns da durchzuschlagen. Wieso ist der Weg da noch rot? Oh. Verwandelt die alle in die Teile. Die Granate war auf der 2. Scheiße. Jo, Alter, wenn ich an dir vorbeischlittern will. Geht hoch. Oh, der Nemesis, du Granatenschmaller. Muss ich überhaupt da hoch? Nee, da muss ich nicht hoch. Ich wollte eigentlich hier runter. Ah, shit. Shit, shit, shit. Ich gehe jetzt trotzdem hoch. Einfach, dass ich von ihm weg bin. Kommt er mit? Ja, klar, kommt er mit. Voll vorbereitet hier auf Granatenkrawall. Scheiße war's. Jetzt gehen wir wieder runter. Oh, Leute, Leute, Leute. Drecksack, ne, das ist... Hier umswitchen, Scheißdreck, ist doch nicht wahr. Hier hoch. Jetzt hopft er wahrscheinlich gleich, so wie ich ihn kenne. So. War mir klar. Ich tänzle. Dickerle, das geht mal gar nicht, was du hier machst. Einfach vorbeisausen. Ich hasse es, da ist gerade die Hölle los. Hier rüber. Nein! Kommen wir hier nicht durch? Uah!
Parkour-Ars. Scheiße. Ist einfach gerade ein bisschen viel für den alten Mann. Da ist zu. Scheiße, ich dreh so durch. Jetzt warte mal, ich muss kurz gucken, wo ich lang muss. Wieso konnte ich hier nicht durch, weil da gesperrt war, ne? Wo sind wir dann das letzte Mal durch? Hier? Ich habe keine Ahnung, wo ich da lang bin. Jetzt ist er erstmal da, ne? Ich hau ab. Ich nehme an, ich muss da durch ein Gebäude oder so. Oh, scheiße, geh rein, schnell. Oh, ja, was ist? Nehme. Erstmal ins Zimmer. Erstmal ins Zimmer kurz. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Oh, Lego Bio. Das mit dem Gespräch suchen habe ich das letzte Mal schon probiert. Mit seinem Kumpel Mr. X. Ey, jetzt soll mal U-Bahn-Station zurückkehren. Wir waren ja offensichtlich schon mal da, ne? Und da das der einzige Weg ist hier, nehme ich an, ich muss da irgendwo einbiegen. Oh, ich hasse es, wenn ich den Weg nicht finde. Das heißt, ich muss jetzt erstmal hier raus, hoffen, dass er mich nicht erwischt. Was ist denn das hier noch? Schießpulver liegt da noch rum. Also, oder? Wir müssen hier durch, denke ich mal, hier. Weil da war ja gesperrt. Was liegt denn hier noch? Pistolenmunition. Die Tür, wo ich gerade war, geht mit dem Lockpick auf. Ob wir die nochmal wiederfinden? Ob wir die nochmal wiederfinden? Jetzt muss ich erstmal hier raus. Jetzt ist ja der Idiot da, ne? Ich speichere mal hier spaßhalber noch ab. Okay. Das heißt, ich muss wieder an die... an den Platz. Also aus dem Donutladen raus, die Treppen hoch und dann nochmal rechts zu dieser Tür. Der steht vor der Tür hier. Hilft eigentlich nur... Nemesis. Jetzt habe ich einen Stun. Oh, eine Kiste. Weg. Raus. Fall. Ah, Alter, du mit deinem scheiß Züngle. Ich glaube, ich bin durch die falsche Tür raus, oder? Ich muss da vorne. Hier muss ich. Und dann muss ich da hoch. Gott, wie angespannt kann man sein? Ist doch nur ein Spiel. Ist nur ein Spiel. Es ist alles nicht echt. So. War hier die Tür? Das ist was anderes, gell? Was sind wir denn jetzt? Jetzt sind wir hier. Das ist ja noch geiler. Habe ich die Tür dann vorhin aufgemacht oder bin ich jetzt irgendwo anders gelandet? Ich brauche meine Shotgun. Es geht dann doch etwas schneller. Oh! Fuck. Weg, weg, weg. Du musst ihn jetzt erstmal ein bisschen hinter dich bringen. Alles klar, genauso habe ich mir das vorgestellt. Und tschüss. Und jetzt schnell auf die 2. Geh vorbei! Ey, da steht überall. Also, jetzt ist er wieder da, ne? Ich spüre ihn doch schon wieder. Huh, meine erste Rolle, die geklappt hat. Sehr geil. Weiter. Hier runter, 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 runter. Haha, ich bin durch. Ist das ein Speicherraum? Ja, yeah, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, wir sind da. Ich speichere schon mal. Junge, Junge.
Ich hab vor dem so Panik, vor dem Glatzkopf. Ist doch ein Glatzkopf, oder? Ach so, da könnte man jetzt mal reingucken, bevor ich hier weitermache, ne? Pass mal auf. Untersuchen. Wir haben halt auch nichts zum Heilen und nichts gerade, ne? Aber wir sind durch. Ein Schalldämpfer, Spezialzubehör. Dämpft nicht nur den Schall, sondern verengt auch die Schuss, den Schussradius, was für eine höhere Chance auf kritische Treffer sorgt. Oh, das freue ich mich aber. Dann kombiniere. Hammer. Schön, dass wir durch sind. Kyriana 88, Dankeschön und Herr Busle. Servus, soll ich sagen. Ist wie aufgeregt halt. So, jetzt sind wir in der U-Bahn-Station. Da haben wir jetzt hier, ich guck mal, das finde ich jetzt total gut, Denkmal und einfaches Schloss. Hier können wir doch den Dings einsetzen, oder? Unseren Ruby. Wie? Ist ja schon wieder ein eindeutiger Hinweis mit den Handgranaten, oder? Und dann haben wir hier noch ein einfaches Schloss. Vielleicht finden wir ja auch mal was, was wir brauchen können. Denkt dran, der könnte hier irgendwo sein. So, benutzen. Schön, dass es geklappt hat. Und hoffentlich müssen wir es nicht nochmal wiederholen. So. Bisschen Munition haben wir, Messer haben wir. Mittlerweile haben wir auch ein paar Granaten. Granate liegt auf der 1, 2 Stück haben wir, alles klar. Muss ich das Denkmal nochmal antreten? Haben wir da noch irgendwas dafür? Ist nichts mehr jetzt hier, ne? Ja. Unsere Aufgabe war, hierher zurückzukehren und das sind wir jetzt. Ich nehme an, wir müssen uns da jetzt durchschleifen. Ich würde sagen, wir speichern und dann gehen wir weiter. Einfach speichern jedes Mal, wenn wir was sehen. Also, komm. Was soll schon geschehen? Ich hätte gerne Heildösel oder irgendwas. Vielleicht kommt hier da unten jetzt was. Liegt da eine Tasche, die ich looten kann vielleicht? Nee. Komm jetzt... Ah, jetzt sind wir an dem Wagen. Läuft nun alles? Heinze fehlt heute ja. Aber wir brauchen noch 30 bis 40 Minuten. Beziehungsweise in der ersten Runde, kann sein, der kommt später noch. Wie steht's? Die Stadt wimmelt von diesen Freaks. Keiner kann sich hier rauskämpfen. Warum ist sie hier? Sie hilft, die Bahn zu aktivieren. Schlechte Zeit, Ballast mitzuschleppen, Freund. Sie ist schwach. Schießt nicht, wenn es drauf ankommt. Wir machen mal halblang. Sie wird dein Tod sein. Entschuldigung. Sie sind alle etwas nervös. Ach komm schon. Was ist los? Nicht schon wieder. Ist er das? Ist hinter mir her. Hey. Ich verschaffe euch Zeit. Hey, warte. Seid doch nicht so übermütig. Nein! Komm schon! Ich bin. Der ist schon da. Alter, ich hab doch gar nichts. Ich verschaffe euch Zeit. Er ist hinter mir her, tot. Ja, toll. Okay, das ist wohl wieder so eine Fluchtszene. Ja, toll, zwei Schläge halt nur. Oh, Lego Mio. Ich verschaffe euch Zeit. Gerade noch, ne? Sie ist Ballast. Sie schießt nicht, wenn es darauf ankommt. Dann spielt sie sich auf. Oh, ich verschaffe euch Zeit. Bub tot. Sehr geil, macht die Zeit. Komm schon, du verdammter Stalker. Du willst das? Ich geh vor! Und hoch. Ah, Nemesis. Ach, du gerade. Habe ich mal selber eine verbrezelt, aber ich hoffe, ihn hat es auch erwischt. Ha! Loot. Nochmal, haut er nochmal da. Nochmal. Super.
Ja. Ey, Alterle. Also gut. Das wird schon. Das wird. Du verdammter Stalker! Du willst das? Ich geh hoch! Dieses. Ich hasse es. Ich hasse den. Ich mag den echt nicht. Ey, Alterle. Was muss ich da hinten machen? Das muss ich doch bestimmt eintreten, oder? Nochmal. Der ist schon wieder da. Was macht sie denn so lang? Der zieht dich wieder raus mit seiner Zunge, so langsam wie du bist. Boah, Mann. Ich war so in Panik. Ich habe jetzt nicht noch gelootet. Lag da noch mehr rum? Lag da noch mehr rum, oder? Ich habe es halt nicht mitgenommen. Wow, alter Schwede. Dieses Wegrennen, diese Wegrennen-Action, die ist der absolute Reißer. Und schon einmal wieder ein Raum. Ey, Mann. Munition. Munition. Entweder übersehe ich die ganze Zeit die Pflanzen. Hier ist eine, aber leider keine grüne. Karte der Kanalisation. Yippie-yay. Der Umgebung. Perfekt. Okay, hier haben wir alles. Ich gucke nochmal hier rein. Was sollte da schon drin sein? Guck mal, hier ist jetzt ein Mülleimerzeichen. Das heißt, die kann weg, ne? Ich lege sie mal rüber. Aber ich nehme an, das Mülleimerzeichen ersetzt den Pfeil vom letzten Mal. Vom Zweierteil, ne? Da war es ein Pfeil. Ey, Mann. Ja, wir speichern wieder. So. Aufgabe ist, einen Weg nach draußen finden. Die Karte der Kanalisation haben wir. Büro, Labor. Ein Haufen Treppen hat's. Kanalisation hört sich schon wieder nach diesen Schleimböllen an vom letzten Mal. Hey, jetzt gehen wir erstmal los und Tour. Jetzt gucken wir halt erstmal, was wir hier so alles finden. Da drin liegt Loot. Das ist einfach eine Ecke zu krass. Was war das? Was das war, das sag ich dir. Das ist das Kanalisationsmonster. Ich komme später auf dich zurück, Monster. Das zu. Erhöhte Kanalsicherheit. In den Kontrollbereichen der Anlage wurden unbefugten Personen gesichtet. Aus diesem Grund ersetzen wir die alternden mechanischen Schlösser und implementieren neue Sicherheitsregeln. Das Entsperren der neuen elektronischen Schlösser erfordert einen speziellen Akku, der an alle Mitarbeiter verteilt wird. Bitte führen Sie Ihren persönlichen Akku stets bei sich, wenn Sie sich in der Anlage bewegen. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwo einen Akku finden, ne? Okay. Wissen wir schon mal Bescheid. Ich versuche mir das mal so ein bisschen zu merken. Akkutür. Stromquelle. Boah, Alter. Wir haben halt nichts zu heilen. Was macht denn eigentlich das rote Kraut, wenn ich es nur... Arclay-Bägen heimisch. Das kann so nicht verwendet werden. Also das muss man mischen. Vielleicht findet man ja noch was. Okay, hier geht es nicht weiter. Da kommt das, die Brühe. Da gehen wir natürlich heute nicht rein. Wir kommen nicht... Ja, zieh dich natürlich, ich muss ja auch mit durch. Hier nochmal gucken, ob da was rumlag. Nee. Oh je. Oh Gott. Die Klamotten muss ich verbrennen.
Wenn es nur das ist. Ist das was ins Wasser geflogen? Außer Dreck? Guck mal, hier ist eine Leiter, die hätte ich fast übersehen. Gleich wieder raus aus der Brühe. Okay, wo sind wir jetzt? An irgendeiner Wendeltreppe, ich gehe mal hoch. Vielleicht finde mal was zum Heilen. Speiter Drecksau. Ist auch eine Akkutür, ne? Gut. Wie, die ist zu. Ist ja wieder richtig toll. Beide zu. Naja. Aber die hier hat es mir jetzt nicht als Ding angezeigt, ne? Egal, wir müssen wieder in die Brühe zurück. Jo mei, da gehen wir mit voller Wucht in die Brühe zurück. Ja. Stellen wir uns, es kommt ja bestimmt jetzt gleich. Da hängen aber auch so Schlapperdinger runter, guck mal. Also gut, komm, Mademoiselle. Halt. Ganz viele Handgranaten. Ich muss mal gucken, wo haben wir die liegen, unsere Handys? Auf der 1. Ja, wir müssen erstmal alles entdecken. Ich habe wieder was gehört. Ich weiß nicht, aber ich glaube, jetzt weiß ich, wofür die Granaten sind. Kommt doch schon das nächste, oder? Hallo? Ja. Motobuster, dankeschön. Hat sie keine Taschenlampe mehr eigentlich jetzt? Okay, da vorne kommt eine Leiter. Ich hoffe, dass wir die jetzt erstmal alle haben. Hier die... Da hinten kommt auch die Schmotze runter. Alter Schwede. Ja, im Zweier waren die auch da, ne? Die haben nur ein bisschen anders ausgesehen. Hier könnte man eventuell Mitarbeiter-Dings kriegen. So ein Akku. Und vielleicht eine grüne Pflanze mit ein bisschen Glück. Akku. Hä? Ein Akku für die elektronische? Der braucht zwei Platz. Der braucht zwei Platz. Scheiße. Mist. Warte mal geschwind. Ja. Also hier liegt der Akku. Ich kann aber im Moment nicht einstecken, weil wir zwei Platz brauchen. Ich habe nichts, was raus kann. Munition, das Messer... Will ich jetzt hier nicht abschmeißen? Wir gucken mal weiter. Vielleicht können wir noch eins von den Viechern gleich kaputt machen. Und dann holen wir das Ding. Jetzt habe ich Schießpulver geholt. Das ist genauso bescheuert. Ja, wir gucken erstmal hier alles durch. Ein Liebesbrief. Meine kleinen Lieblinge, es ist bereits 3 Monate her, seit wir zusammen hier geflohen sind. Ich denke oft an den Tag zurück, als ihr alle geschlüpft seid. Eure kleinen Stimmchen ließen mich stolz erschauern. Eure liebreizenden kleinen Körper, die solche unglaubliche Zerstörungskraft in sich tragen. Und natürlich euer unersättlicher Appetit. Ihr seid nichts Geringeres als die Spitze der Hand der Serie. Und doch befahlen sie mir, euch zu vernichten. Sie sagten, ihr seid als Waffen untauglich wegen ein paar kleiner Schwachstellen. Sie führten eure fehlende Hitzebeständigkeit und die Tatsache an, dass eure zarten Mundwerkzeuge beim Fressen freigelegt sind und sagten, ihr seid mangelhaft. Haben die nie von Charakterschwächen gehört? Es ist gerade wegen eurer Schwachstellen, dass ich euch so liebe. Aber wir werden es denen noch zeigen. Hier unten werden wir gemeinsam weiter den evolutionären Pfad beschreiten. Wir beweisen, Umbrella, dass ihr, meine geliebten Hunter-Gammas, wahrhaft überlegen seid.
Okay. Oh! Kombiniere! Und benutze! So. Dann haben wir das schon mal. Und da waren jetzt auch noch Kisten hier. Also schon sehr gut. Dann haben wir das Thema auch aus dem Kopf. Kombiniere hiermit. Kombiniere hiermit. Und schon kann ich den Akku mitnehmen. Es sei denn, hier ist was drin, was ich viel lieber hätte. Wahnsinn. Sprengstoff. Na toll, jetzt habe ich wieder keinen Platz, den ich eigentlich gerade gebraucht hätte für den Akku, ne? Das ist halt einfach Platzmangel. Aber vielleicht kann man hier auch irgendwo noch speichern. Den Akku kriegen wir jetzt ja jederzeit, ne? Der liegt ja hier drauf, der rennt ja nicht weg. So. Oder soll ich was rausschmeißen? Ich muss mir nur merken, wo er war, ne? Okay. Also, was fehlt uns jetzt von hier noch? Eigentlich nur das Stückle da hinten. Also gehen wir da vorne rechts. Habe ich noch eine Granate? Eine habe ich noch. Weiter. Gehen Sie weiter. Genau hier. Um die Kurve rum. Der Nemesis haben wir jetzt offensichtlich hier ausgesperrt. Der kommt nicht nach im Moment. So langsam. Genau, und jetzt hier rein. Scheiße. Habe ich es geschmissen oder nicht? Jetzt haben wir es tot. Jetzt haben wir es tot. Und wir haben gleich schon Platz, um die Dings zu holen. Moment, 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 ich habe mich verlaufen. Die mag ich gar nicht. Ich gehe jetzt gerade kurz zurück und hole den Akku, dass wir das schon mal erledigt haben. Weil in 10 Minuten weiß ich nämlich nicht mehr, wo es war. Und da kann man da eigentlich auch durch? Nee. Alter Schwede. Also eine Granate und ein paar Schuss braucht man für die Wasserteile. Moment, hier war's. Muss ich den nochmal untersuchen, aber ich glaube nicht, gell? Oder? Nö. Man kann, aber man muss, glaube ich, nicht. So, meine Lieben. Dann würde ich sagen, einmal nachladen alles. Da läuft's. Auf der 1 haben wir jetzt nichts mehr. Das haben wir benutzt. Hier ist alles gut. Dann gehen wir weiter. Und da vorne, wo das Wasser so runterkam, hatte ich das Gefühl, dass man da vielleicht durch kann. Guck mal, da habe ich noch Munition irgendwo liegen. Brandgranaten. Und kein Platz mehr dafür. Gut, merken wir uns. Hier sah es so aus, als ob ich durch kann. Tatsächlich. Ist das dann eine Abkürzung? Da ist da vorne die gelbe Tür, die ich vorhin nicht aufgekriegt habe, ne? Sehr geil. Kann ich auch nicht benutzen. Ich habe das Inventar momentan voll. Notiz eines Kanalarbeiters. Es ist schon wieder passiert. Dieses Mal haben sie Kane erwischt. Ich habe alles gesehen. Eins von den Dingern hat ihn in einem Stück verschlungen, von Kopf bis Fuß. Ich habe versucht, sie zu warnen, als Bill vor 2 Wochen verschwunden ist. Die Cops haben gesagt, er hat wohl die Stadt verlassen, aber ich habe denen gesagt, das kann nicht sein. Nicht, wo sein Baby jeden Tag kommen kann. Aber haben sie auf mich gehört? Natürlich nicht. So ein Scheißtrick. Verdammt stinkende Mistviecher. Jedes Mal, wenn ich glaube, ich habe sie abgeschüttelt, hüpft einer aus dem Tunnel raus. Und auf die verdammten Cops kann ich mich auch nicht verlassen. Kann auch nicht den Schreibtischtätern in der Zentrale vertrauen. Wenn das nächste Mal einer dieser Freaks auftaucht, haue ich ihm direkt in seine dicke, hässliche Fresse. Alles klar. Also, pass immer auf. Ich kann nichts mehr einsammeln. Ein Kraut steht jetzt rum. Die Brandgranaten konnte man nicht einsammeln. Und... das war eigentlich hier irgendwie eher ein Lootraum, ne? Von wegen Abkürzung. Aber schön, dass wir es gefunden haben. Also gut.
Dann merken wir uns das, beziehungsweise wir sehen es ja hier auf der Map. Dann gehen wir vor. Nehmen wir aber mal eine Waffe in die Hand. Ich muss warten, bis er den Mund aufmacht, bestimmt, ne? Lad nach. Ich habe keine Ding mehr, ne? Immer wenn du denkst, du hast sie abgeschüttelt, ne? Oh. So, dann kommt bestimmt da vorne auch wieder einer raus. Alterle! Gemütliches Ründchen Resident Evil. Nicht. So, pass auf, den haben wir kaputt gemacht. Und hier? Keiner? Keiner. Blut? Sehe keinen. Wir sind da. So. Sprengstoff B. Kombinieren. Ach, guck an, daraus werden die Dinger gemacht. Aber für die braucht man doch wieder eine spezielle Waffe, gell? Den Granatwerfer, den haben wir halt noch nicht. Dann pass auf, dann haue ich die Sachen raus für den Granatwerfer. Die nehmen wir erstmal nicht mehr mit. Den Akku. Den brauchen wir gleich, weil wir wahrscheinlich zu der Tür vorgehen. Und... bitte weggucken kurz. So. Jetzt haben wir einen Inventarplatz frei. Hier, schön, wunderschön sieht es aus. Zwei Waffen, das ist soweit aufgeladen. Wir speichern und dann gehen wir wahrscheinlich vor und schließen die Dings auf. 17, 13, 14, 15, 16, 17 geht es hier weiter. Eine Kugel, einfach so verschossen. Das ist jetzt der Granatwerfer, oder? Jetzt, wo ich mich gefreut habe, dass ich das Inventar sauber habe. Ha ja, da wir vorne auch nochmal Brandmunition liegen haben. Was macht man jetzt? Soll man wechseln? Ich mache die Pistole weg. Weil ich würde sagen, ich mache die Pistole weg. Wir haben nämlich genauso viel Schuss. Ich mache mal die Pistole rüber. Können wir ja wieder rausholen, wenn es nicht klappt, was ich vorhabe. Weil dann haben wir den Granatwerfer, die Brandgranaten und wir holen uns die anderen noch aus dem Geheimraum. Oder beziehungsweise irgendwo hat man noch welche liegen, ne? Täusche ich mich? Hier die da. Brandgranaten. Ich hoffe, die stecken auf. Dann würde ich fast sagen, dass wir das jetzt machen. Wir speichern, holen das Zeug und dann benutzen wir den Akku endlich. Tagebuch des Forschungsassistenten. 4. März, Wassertemperatur 18 Grad, pH-Wert 6,8. Gammas wurde das erste Mal aus ihrem Tank rausgelassen. Ach, der heißt Gammas. Nee, die Gammas wurden das erste Mal aus ihrem Tank rausgelassen. Bewegung träge, Kopfpotenzial gering. Kampfpotenzial. Kopfpotenzial. 18. April, Wassertemperatur 20 Grad, 6,8. Mit zusätzlichen Hormonen, Medikamenten experimentiert. Eine der Änderungen lieferte positive Ergebnisse mit einem signifikanten Anstieg des Kampfpotenzials oder auch Kopfpotenzial genannt. Das betreffende Exemplar kann sich jetzt schneller bewegen und Beute in einem Stück verschlingen. Aha. Bei 22 Grad und 6,2 pH-Wert am 30. Juni, Umbrella hat die Gamma-Forschung offiziell eingestellt. Wir konnten einige Exemplare mit hohem Potenzial aus dem Labor schmuggeln, bevor sie entsorgt wurden. Dr. Logan Carlisle ist mehr als je zuvor entschlossen, die Gamma-Reihe zu perfektionieren. 14. August, 25 Grad, 5,8 pH-Wert. Es ist jetzt seit 2 Wochen her, seit wir in die Kanalisation umgezogen sind. Die höheren Temperaturen führten zu einem Abfall der Wasserqualität. Aber die Exemplare scheinen trotz meiner Sorgen gesund zu sein. Die Gammas haben schnell den Aufbau der Kanäle gelernt und haben bereits nach 2 Tagen angefangen, den Untergrund von Raccoon City zu erforschen. Alle Exemplare kennen uns und sind uns freundlich gesinnt. Ich habe uns aber als Schutzmaßnahme leistungsstärkere Waffen für den Fall beschafft, dass die Gammas unkontrollierbar werden.
Frajana, Dankeschön. 1. September, 23 Grad, pH-Wert 6,1. Wir hatten Glück, dass wir uns diesen Ort sichern konnten, indem wir den Abteilungsleiter der Kanalisation bestachen. Aber es wird langsam eng, da die Gammas noch weiter wachsen. Wir sollten uns um andere Unterbringungsmöglichkeiten Gedanken machen. 9. September, 21 Grad, pH-Wert 6,1. Ein Mitarbeiter der Wasseraufbereitung hat sich in unserem Labor verirrt, aber die Gammas haben ihn unverzüglich eliminiert. Dies beweist ihre Feldtauglichkeit. Ich werde morgen Umbrellas europäische Zweigstelle kontaktieren. Vielleicht haben die ja ein Einsehen. Krasse Geschichte. Lord Barrow, herzlichen Dank auch dir. Also wir speichern. Akku wollen wir benutzen. Und die Brandmunition hole ich mir. Es trifft sich vielleicht für den Nemesis auch gar nicht schlecht. Hier ist die Kiste. Dann haben wir hier soweit alles gemacht. Was ist hier noch? Die Tür. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal wieder raus. Hier ums Eck rum und holen die Muni. Ich werde natürlich da gleich mal Taude, Dankeschön. So, weiter geht's, oder? Jetzt holen wir uns ein Stück Munition. Ich muss jetzt kurz da nochmal ums Eck rum alles. Und wenn ich noch Platz hätte, würde ich fast das Heilkraut auch noch besorgen. Mal gespannt, ob nicht gleich schon wieder einer nachspawnt hier. Haben wir zwei Plätze? Holen wir erstmal die Muni, die ist mir jetzt wichtiger wie Heilzeug. So, bitte Stack oben drauf. Jo, macht's. Jetzt holen wir uns noch das Heilkraut. Und irgendwo war noch ein blaues, aber das war zu weit weg jetzt, gell? Dass ich mir das noch holen würde. So. Dann machen wir das jetzt mal folgendermaßen. Es sind halt jedes Mal so weite Wege, dass... Boah, bin ich jetzt erschrocken mit dem Wasser. Ich gehe tatsächlich nochmal speichern. Weil sonst haben wir das nämlich alles noch einmal vor uns heute. So, pass auf. Ja, offensichtlich haben wir die Gammas jetzt hier ausgerottet. Ja, so viel Zeit muss sein. Schalalalöhmchen. So, wir speichern jetzt nochmal hier drüber. Jetzt haben wir zwei Optionen. Wir könnten jetzt das grüne Kraut nehmen. Obwohl wir sind gesund. Passt. Hat die das gleich genommen? Nee. So wie wir jetzt sind, geht es weiter zum Akkuteil. Und das war wiederum wo? Das war die Tür hier, ne? Das heißt, wir sollten jetzt einfach hier, wo wir sind, raus, geradeaus laufen. Hier lang. Wo hab ich den Flammi? Hier. Reicht da eins? Da reicht eins. Gott, wie theatralisch. So. Ich muss da auf die Treppe. Was ist denn dann? Das war der komische. Komme ich hier überhaupt hoch? Scheiße, da komme ich nicht hoch. Dann müssen wir gucken, wie wir hier weiterkommen. Komme ich da jetzt nicht mehr hin? Ja, wir sind da runtergerutscht, schätze ich mal, gell? So. Ah ja, hier, den können wir ja aber auch benutzen. Dankeschön.
Was ist das hier eigentlich? Ah, das ist praktisch, weil das eine Akkutür ist. Kann ich die von hier aufgehen? Okay. Haben wir das jetzt abgeschlossen, gell? Ach Gott. War ja einmal im Kreis. Muss ich das abschließen, wenn die Möglichkeit besteht, das zu tun? Keine Ahnung, ich gehe erstmal weiter. Kann schon sein, dass es irgendwann... Ah, alles klar, jetzt habe ich es kapiert. Der bleibt dann da. Der bleibt dann da. Jetzt. Ich dachte, die Gittertür war zu. Ich habe gerade überlegt, hä? Ja, wenn die Gittertür auf ist, geht's natürlich. Ist ja sehr geil. Gar nicht geschnallt, dass der Akku dann da. Sprengstoff. Gürteltasche. Sehr gut. Das lohnt sich schon mal auf jeden Fall. Schießpulver. Gut, jetzt im Moment habe ich die Pistole noch dabei. Vielleicht sollte man die dann tatsächlich doch wiederholen später. So, die Wache haben wir durchsucht. Einen Weg nach außen finden ist immer noch unser Ziel. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal... Da noch, da müssen wir hin, ne? Das heißt, ich muss jetzt gucken, dass ich von hier aus den Akku wieder mitnehme. So. Okay. Lass uns mal da. Kommt wieder so einer? Hallo. Jeden Moment kann dir da einer. So. Ja, ja, ich hab an den Akku gedacht tatsächlich. So, kurzer Moment. Okay. Sehr schön, dann wissen wir jetzt auch, wie man da hinkommt. Ist das eine Notiz für uns? Nee. Hier irgendwas? Nee. Oh, Alter. Zeit, herzlichen Dank. Zeitsgebigen. Dankeschön. Mit Zucker. Carlos, kannst du mich jetzt hören? Tja, Gott sei Dank. Alles in Ordnung? Ja, alles super. Ja, ich lebe noch. Bin ihn los. Super. Die U-Bahn ist bereit. Wir hauen ab, sobald du zurück bist. Was? Wir müssen immer noch den Weg nach außen finden. Es war so klar. Es war so klar. Sehr feinfühlig, junger Mann. Was hat er denn da? Ich bin doch geschlichen. Ich bin doch vorbeigesaust. Der hat aber auch einen Spatz, oder? Scheiße, an den habe ich auch nicht mehr gedacht. Haben wir jetzt den Nemesis aufhalten können? Wie gut, dass sie dem doch eine Waffe geben mussten, oder? Es ist auf jeden Fall wichtig, dass der noch eine Waffe gekriegt hat. Er kann Waffen benutzen, habe ich mir auch gedacht. Und auch noch was für eine geile. Komm, lauf weiter.
Ey. Demnächst nimmt er noch Heiltränke, weißt du? Hat der mal geschwind einen Flammenwerfer hier, ne? Krass. So, pass auf, wir machen das anders. Ich glaube, jetzt haben wir ja auch wieder Platz, ne? Ich nehme dich mal mit. Ich nehme dich mal mit. So, Spatzel. Und dann lass uns mal ganz kurz... Nee, muss ich warten. Das kann ich jetzt nicht alles verballern. Sprengstoffzeugs. Da ist nochmal eine Pflanze. Wir sind immer noch angeschlagen. Ich nehme das gleich. Explosive Granaten. Drei Stück. Dann haben wir da was. Dann haben wir hier was. So. Irgendwie nervt er mich jetzt, dass er eine Waffe hat. Da hilft ja nichts. So, komm her. Ein Akkuschrauber. Leider nicht so viel Muni, gell? Weißt du noch, letzte Runde, wie ich gesagt habe, naja, wenn wir mal kein Muni mehr haben, ist auch nicht schlimm. Den hat es nicht so gebockt. Kommt man da das Gerüst hoch? Alles weg da, oder? Wieso hast du das weggemacht? So unding, dass der da jetzt... Oder? Dass der noch eine Waffe gebraucht hat? Das war klar. Das wäre ja nicht an dem... Ja, ist gut. Renn hier gleich mal ums Eck. Hier rüber. Ich nehme an, dann rechts. Und spring. Dann hier rum, 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 rum. Zur Leiter, zur Leiter, zur Leiter. Alter, der macht hier alles nieder. Master of this. Nach oben flüchten ist immer die beste Idee gewesen. Schon immer. Spring! Zieh dich hoch! Ja! Wie gut, dass wir jetzt die Klamotten angezogen haben. Junge, Junge, was Action. Nächste Leiter sehe ich schon. Ah! Safe Room. Sehr schön. Das war jetzt nicht so schwierig, oder? Aber gut gemacht. So, bin gespannt. Da kommt jetzt bestimmt irgendwas. Okay, ich glaube, jetzt kriegt sie direkt Lack. Guck mal den fetten Tank an, den er auf dem Rücken hat. Der ist erstmal so schnell nicht leer. Ich habe keine Ahnung, wo die Kreatur besiegen. Oh! Okay, die Kreatur besiegen. Da war was. Grünes Kraut nehme ich schon mal mit. Wie besiege ich den? Kann ich deinen Tank treffen? So nicht. Mit dem Messer auch nicht.
Haben wir ihn getroffen? Er brennt, ja, aber... Da gibt es jetzt bestimmt wieder irgendwas, was wir benutzen müssen, oder? Bis jetzt sehe ich nur leider noch nicht was. Habe ich es getroffen? Hier könnte ich ihn eventuell stunnen, wenn er näher kommt. Mich habe ich erwischt. Ihn auch? Ja, aber... Und die Dinger laden sich ja, glaube ich, wieder auf, ne? Diese Elektroteile. Der sprüht wieder. Locker spaßiges Sprühen. Jetzt ist es, glaube ich, wieder auf. Klar, da liegt auch noch Loot. Wow, Alter. Scheiße, ist noch nicht wieder aufgeladen gewesen. Ich habe mich getäuscht. Jetzt funkt's immer noch. Die Frage ist... Scheiße, jetzt habe ich nur mich erwischt. Ich wollte aber eigentlich auch gar nicht auf das Ding drauf schießen. Puste dich ab. Raus. Die Dinger mal kurz eingeräumt. Haben wir was Grünes noch? Ich guck gleich mal. Da liegt übrigens auch noch Loot. So, ja, wir haben noch was. Den Tank müssen wir zerschießen wahrscheinlich, ne? Der brennt nämlich, wenn man draufballert. Die Frage ist nur... Er dreht sich aber auch. Das ist fies von ihm, was er da jetzt gemacht hat, gell? Ja, habe ich mir gedacht. Im Moment sehe ich ihn nur leider nicht mal mehr. So, jetzt müssen wir einfach nur noch schneller sein. Oh, jetzt habe ich nicht nachgeladen gehabt. Typischer Vouch. Mist, 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 ich stehe voll drin. Ist alles voll mit Feuer jetzt. Pust aus, irgendwie. Scheißdreck. Der Tank glüht schon. Ich hasse den. Ich mag ihn echt nicht. Scheiße, das war noch nicht so weit, gell? Das ist wieder so ein fetter Dinger. Ich muss kurz aber ich muss aufladen. 4 Schuss habe ich noch. Wie kann ich denn ja von hier? Es war klar, dass du noch lebst. Jo, ist er noch fit? Wird für immer fit sein, solange wir eingeloggt sind. Aber dich habe ich auch erwischt, ne? Scheiße, Munition leer. Er wird langsamer. Ne, doch nicht. Explosives Geschoss, ich hoffe es hilft. Jetzt wird er auch noch schneller. Da liegt auch noch Loot drauf. Ich bin so angespannt.
Ich brech mir gleich selber die Knochen, so ab geht's hier ab. Hier rum? Das hat sich angehört wie der Dampfwalzen-Move, hast du gehört? Tuck, tuck, tuck. Lad nach. Hast du nachgeladen? Trau mich hier nichts umschalten. Da ist keine Munition mehr drin. Au! Ich probiere nochmal zu stunnen. Ja, ey, wenn sie dann so langsam läuft, das ist so übel. Hier, egal, dann kriege ich. Hab ich ihn aber erwischt, oder? Glück hört auch dazu. Ich hab nichts da. Ach du je. Alter, ne, oder? Da weiß Sau, was er geschafft hat, ey. Ich wäre nicht so entspannt an deiner Stelle. Wow! Haut's mich um. Supergeil macht zum Teil schon. Der kommt bestimmt nochmal, meinst du? Ich gehe auch irgendwie davon aus, dass wir den nochmal wieder sehen werden. Ach du je. Also pass auf. Hier haben wir jetzt keine Munition mehr. Wir können nichts mischen. Wir haben eigentlich nur noch Pistolenmunition im Moment, ne? Und hier sind noch 3 Stück drin, wenn ich es richtig sehe. Ne, 3, 0. Hammer. Ich bin echt happy, dass wir den geschafft haben jetzt. So. Ab ins Ungewisse. Ein grünes Kraut wäre toll. Oder ein Spray, Carlos? Oder so. Hier, Jill. Hörst du mich? Laut und deutlich. Alles klar bei dir? Ja, alles super. Ja. Der Mistkerl ist tot. Wieso ist die Tür hier auf? Kann ich da was rausholen? Scheiß Karl. Was hast du dir dabei gedacht, als Köder herzuhalten? Du hättest sterben können. Jo. Komm, spar dir das. Ich hab getan, was nötig war. Ich weiß, und... Wow, Alter. Danke. Die U-Bahn ist abfahrbereit. Beeil dich. Ja, wir kommen zur U-Bahn-Station zurückkehren. Sollen wir da übers Feuerwehrauto? Ziemlich cool. Okay, irgendwie habe ich so ein ganz doofes Gefühl gerade. Da kommt doch jetzt irgendwas, oder? Nee? Gut. Also. Was stimmt mit dem hier nicht? Ist es gerade gespenstisch hier? Okay, lass uns mal da drüben reingucken kurz. Was soll ich tun? Ist das gerade aufregend, ey? Gibt's hier was? Müssen wir hier sein? Soll man hier sein? Da ist eine Kiste. Hochwertiges Schießpulver. Ist doch schon mal cool, oder? So. Gespenstisch gerade, ne? Sehr gespenstisch.
Da steht ein Panzer. Scheiße, ich habe gedacht, ich bin durch. Ich will hier einmal das probieren mit den Fässern. Erinnert euch an die letzte Runde, wie toll es geklappt hat mit den Fässern, als ich aufs Falsche geschossen habe. Welche Reichweite hat das Fass? Ist das wieder eins, wo man nicht kann, oder was? Oh, jetzt wollte ich cool sein. Scheiße. Ich gehe mal weiter. Shit. Ich dachte, das wäre eins. Kann ich es aufmachen? Brauchen wir wieder einen anderen. Gunshop. Könnte sich lohnen, oder? Okay, ich guck mal. Da ist auf jeden Fall schon mal Sprengstoff. Halbautomatischer Lauf für die Flinte. Sehr geil. Hat er den schon montiert? Nee. Weiter geht's. Ach, wir haben einen Bolzenschneider. Das sehe ich gerade. Danke, das probiere ich gleich nochmal. Halt! Mich, Jill! Kendo! Dir geht's gut. Gut, ist übertrieben. Bin ich jetzt erschrocken mit dem Bastard. Schrecken eben. Wusste ja nicht, was mich erwartet. Aber echt. Hör zu. Wir benutzen die U-Bahn, um Leute rauszuschaffen. Bist du dabei? U-Bahn. Nun. Gute Idee. War das die Tiefgarage aus dem zweiten Teil? Echt? Gibt's viel zu tun. Wir brauchen jemanden wie dich. Wer hustet da? Was ist? Nichts, ist nur schlechtes Timing. Hör zu, sorg dich nicht um mich. Ich finde schon einen anderen Weg, okay? Das musst du. Du bist hier der beste Waffenschmied. Ach, nein. Mach keine Dummheiten. Oh, dem stimmt ja was nicht. Was? Mach's gut, Jill. Der ist leicht. Wenn du zur Station willst, nimm am besten die Seitengasse. Vorne beim Laden, okay? Der Schlüssel... Okay, den habe ich schon. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, mit dir stimmt was, ne, Tübi. Okay, da komme ich nicht rein. Das gehört. Der Drecksack. Da stimmt ja irgendwas nicht. Erstmal verurteilen, der Kendo. Ja, der Bolzenschneider kann nicht sein, der ist ja schon ausgegraut, ne? Den haben wir ja schon mit Mülleimer-Symbol. Den habe ich nur behalten, weil ich nicht sicher war. Ich nehme an, wir brauchen den Schlüssel von gerade. So, hier mal ein Speicherpunkt. Es ist 9:30. Ich würde sagen, wir machen ein kurzes Päusel, dann hole ich mir was zum Trinken. Schwing der Aal kurz. Und dann kann es weitergehen, ja? Kleines Päusle. Kurz Resümee ziehen dann zusammen. Mal ganz kurz hier gucken, ob ich alles hab. Ei, guck mal, was der Bub alles liegen gelassen hat. Ein Pflinsel. Ja gut, pass auf, dann machen wir das jetzt hier noch klar. Wo war denn jetzt die Kiste? Hier. Dann räume ich mal eben den da kurz rüber. Weil dann können wir uns einmal aufheilen, dann sind wir da auch wieder fit. Ja, machen wir kurz das Päusle. Versorgen wir uns mit allem, was wir brauchen. Dann schwallern mal kurze Ründle, wo wir hier stehen. Wie gut das Spiel gemacht ist. Also mir gefällt es tatsächlich halt sehr gut, auch wenn es super anstrengend ist zwischendrin. So. Komm, nimm das grüne Kraut so. Ich weiß jetzt nicht, wann wir was finden werden. Okay, das kann ja nicht schaden. Da hole ich meine Waffe wieder raus hier. Und dann speichere ich nochmal und dann hole ich mal was mit. So. Alles klar.
Einmal, zweimal. Also, meine Lieben, ich mache euch kurz noch ein bisschen Musik an. Alter Schwede, oder? Absolut gut. Emmy Mammy, kurzer Moment, sagt er immer. 5 bis 7 Minuten, ne? So um den Dreh rum. Und dann bin ich gleich wieder da. Ich beeile mich natürlich. So, Dille.
Eins erledigt, eins im Sinn. Ach je. War das wieder eine Action mit dem Typi, du alter Schwede? Aber wie der abgegangen ist mit seinem Flammenwerfer, haut's mich weg! So, willkommen zurück. Fup, fup, fup. Habt ihr euch versorgt? Ah, ist schon sehr spannend gehalten, die ganzen Spiele, was die so machen. Hammer. Freue ich mich schon ein ganz kleines bisschen auf den Mittwoch, da wird es dann etwas ruhiger. Na? Wie gefällt es euch bisher so? Ein paar von euch haben ja auch die alte Version gespielt, ne? Willkommen zurück! So. Ach ja, wie immer. Vergessen. Da, 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 da. Schöne Musik. Schon spannend, gell? Atmosphärisch ist total gut. Und heute sieht es auch nicht ganz so drüber aus, glaube ich, durch die Umstellung, die ich gemacht habe. Prost auf unser Wohl, auf dass wir die Krise bald hinter uns haben. Haben wir an der Schreck schon mal. Hab auch schon gehört, wenn ich dann aufschreie, dann schrecken manche noch extremer, gell? Das lässt sich leider nicht vermeiden. Ich bin halt da voll drin. Ich spiel's ja auch nicht vor oder so, dass ich jetzt wüsste, was da uns erwartet. Sonst ist ja der Unterhaltungswert auch Schrott, oder? Wenn ich's vorgespielt hätte. Ah, Prost. Prost in die Runde. Ah, das tut gerade richtig gut an meinem Zahn hier, das Kühle. So, aber jetzt an der Stelle mal ganz kurzer Hinweis, gerade wenn es Heinzel nicht so aktiv im Chat ist, ist immer schwierig während dem Spielen beim Rübergucken. Normal filtert Heinzel immer so ein bisschen die Sachen raus, spielerrelevant, dann kann ich besser reagieren. Und so, wenn ich ab und zu im Chat gucke, da immer den richtigen Moment abzupassen, ist immer sehr schwer. Falls ich dann nicht so arg reagiere, nicht böse sein, bitte. Ich versuch's, wenn ich rübergucke, dann musst du das alles gleichzeitig erfassen, das ist immer schwierig. Ich bin gespannt, ob sie es bei uns auch lockern. Schauen wir mal. Alter. So, noch ein gemütlicher Schluck und dann gehen wir wieder ins Rennen hier. Ja, weil Zahn wie wir Tier. Das, ich weiß noch nicht mal, welches ist. Das strahlt so grob aus hier, der ganze Bereich. Ja, am Mittwoch machen wir einen Arc-Stream. Ich pinne das morgen auch nochmal an, weil ich es jetzt in den Folgen schon angekündigt habe. Machen wir am Mittwoch. Materialien holen für die Base. Ein, zwei Tiere, die wir schon haben. Das Pärchen dazu züchten, zähmen. Ganz gemütlich. Arc-Stream freue ich mich wie Sau. Aber jetzt geht's erstmal hier. Ich will natürlich jetzt nichts durcheinander werfen. So, wollen wir weitermachen? Ich glaube, wir machen mal weiter langsam. Jetzt mache ich das hier aus. Bin ich überhaupt noch im Spiel? Entschuldigung, ja, ich bin noch drin. Fup, fup. So, Ton wieder hochziehen. So. Und zurück zum Spiel. Wir stehen vor der Schreibmaschine, das ist schon mal Gold wert. Sodele, also zur U-Bahn-Station zurückkehren. Soweit sind wir schon mal. Wir haben hier nur noch den Bolzenschneider, den wir wahrscheinlich nie wieder brauchen werden, weil der ein Mülleimer-Symbol hat. Und hier war die Tür, gell? Oh. Dann die Katana, vielen Dank. Jetzt guck mal halt mal, ich habe jetzt leider nichts zum Fratzen hier. Den Schlüssel haben wir, aber das sollte ja normal funktionieren. Komm her. Hast du ja nachgeladen, Spatzel? Ich hoffe es für dich. So. Ja, genau da vorne ist die Tür. Halt. Sind wir mal gespannt. Ob der jetzt nochmal wiederkommt? Aber der Nemesis ist ja...
Ich nehme an, dass da nochmal in irgendeiner Form auftaucht. So viel Glück werden wir nicht haben. Da ist ein Blümle. Aber ich habe natürlich... Ach, den Schlüssel können wir jetzt loswerden. Machen wir doch ganz klar. Dann nehme ich schon mal die rote Blume hier mit. So, Arsch. Schon alleine fürs Aufbegehren. Mau. Kann ich hier was rausholen? Nee. Eine grüne Blume wäre super. Der hat hier die ganze Untoten, hat er verseucht hier mit dem komischen Pilz. War das nicht was, wo man was machen muss, wenn man die Figuren sieht? Man kann sie abschießen. Damit habe ich nicht gerechnet. Offensichtlich braucht er es ein bisschen härter oder ich muss ihm das Auge treffen. Ne? Okay, wir bräuchten was zum Heilen, dann wären wir schon wieder ganze Ecke weiter. Hoch oder raus? Wir gehen erstmal hoch. Oh Gott, wie sie sich quält. Wir nehmen erstmal hier, vielleicht ist was Cooles drin. Explosive Granate. War klar. Hilft mir gerade nichts. Ich habe meine Taschen schon wieder voll. Raccoon Times, Leserbriefe. Guten Tag, ich schreibe Ihnen, weil ich sehr, sehr besorgt bin. Alle Eltern wissen, dass die Crystal Promenade der ideale Ort für einen Samstagausflug mit den Kids in die Innenstadt ist. Und keiner der Läden da ist beliebter, in Klammern, und wiegt schwerer auf dem Geldbeutel der Eltern als Toy Uncle. Jedoch habe ich bemerkt, dass die große Statue über dem Eingang an windigen Tagen so sehr wackelt, dass man denkt, sie werde nur mit einer Handvoll Schrauben festgehalten. Sollte sich der Kopf dieser Statue eines Tages an einem geschäftigen Tag losreißen, würden viele Kinder schwer verletzt werden. Ich habe mich bereits dreimal bei den Managern beschwert, aber er weigert sich, etwas zu unternehmen. Sollen wir also warten, bis ein schrecklicher Unfall passiert, bevor wir handeln? Nein. Wenn schon Köpfe rollen müssen, dann doch bitte der des Managers. Dieser Todesfall da oben muss endlich runter. Diese Todesfalle da oben muss endlich runter. Timothy Wills. Aber sollte man es vielleicht merken? Vielleicht muss man die irgendwann anschießen oder abschießen. Hier sieht es jetzt so aus, als ob wir bis auf die Munition alles hätten. Okay. Merke ich mir, dass die da oben liegt. Ist das eine Blume hier? Nee, ne. Okay. Oh, alter Schwede. Ach, sorry. Zieht gerade ordentlich. Jo! Ein Raketenwerfer? Echt jetzt? Der spinnt doch. Ah, der spinnt doch. Tot. Alterle! Alterle, oder? Ich will keine Hilfe. Okay. Sehr, sehr krass. Jetzt muss ich noch mal ganz kurz... Mensch,
Leute, ich bin, tut der Zahn, ich habe das Gefühl, der reißt mich. Alter Schwede, das haben wir jetzt gelesen, das brauchen wir nicht nochmal lesen. Da war ja die Dings drin, ist da immer selber drin, ja, ne? Ich habe erst eine Tablette genommen. Vorm Stream. Man soll nicht zu viele hintereinander nehmen, ne? Ja, es wird sich schon gleich wieder legen. Es wird auf jeden Fall stärker, als ich gedacht habe, leider. Was machen wir jetzt mit dem? Unsere Aufgabe ist, zur U-Bahn-Station zurückzukehren, ne? Oh, Lego mio. Die U-Bahn-Station ist hier. Muss ich dann da wieder rüber? Nee, ne? Ich habe gerade in der Pause geputzt. Ist ja nicht so, dass mir nichts einfallen wird, aber es ist wohl was, was behandelt werden muss. Es geht schon seit 2 Wochen. Bis jetzt war es aber nicht so stark. Komm, wir lassen jetzt nochmal den springen. Ich denke mal, dass ich da hinten lang muss, ne? Das Problem ist, wir sind halt nicht gesund. Die läuft gerade nicht richtig schnell, ne? Jo! Leck mich am Arsch! Was muss ich mit den Raketen machen? Wie meinst du das, Gary? Erzähl mal, was für Raketen? Ich hab doch gar keine Raketen. Oder meinst du den Flammenwerfer da? Ja, das mit dem Ausweichen, das ist klar, aber ich denke mal, ich muss einfach wegrennen, oder? Oh, ich habe dich ganz vergessen jetzt. Ich probiere nochmal. Wenn sie gesund wäre, wäre sie Geschichte. Oh, nö, oder? Carlos, oder? Alter, Carlos. Monster verfolgt mich wieder. Willst du mich verarschen? Dachte, er ist tot. Hab ich auch gedacht. Ich auch. Ich nehme mal, ich muss da lang, oder? Alter, wie viel Schuss hast denn du da drin in deiner Kiste? Oder? Aber sie lebt noch. Und wo müssen wir hin? Hoch? Ah, ich probiere es einfach. Ich nehme an. Ist er? Jill, noch da? Ja, noch. Ich glaube, ich weiß, wie man ihn aufhalten kann. Ja, wie? Komm zurück zur Station. Jo. Ich führe ihn direkt zu euch. Schon okay. Vertrau mir. Okay. Und da haben wir auch noch eine Lootkiste. Oh Gott, nur kurz einen Moment, bitte. Sorry, wenn ich da jetzt Kisten übersehe oder so, ne? Also, so fit bin ich dann da halt nicht. Zur Station will er, dass wir kommen. Das wäre hier. Wir sind hier. Das heißt, ich muss jetzt da vorne links über die Brücke und dann rechts. Na, hoffen wir mal, dass das hinhaut.
Normal müsste er doch da jetzt jeden Moment wieder auftauchen, ne? Ja. Okay, ich dachte eher, dass wir das als Move benutzen können. Geh doch weg! Wann hätte ich da jetzt reagieren sollen? Wann hätte ich denn da jetzt reagieren sollen? Ja, ja, ich sag ja nur, dass ihr nicht böse seid, wenn ich irgendwas nicht aufsammle oder so. Ich weiß ja, dass wenn man da zuschaut, dass man da mehr sieht. Okay, pass auf. Wie hätte ich dem Kopf jetzt ausweichen sollen? Wenn sie nur gesund wäre. Aber die hampelt da so rum, so langsam. Pass mal auf, der fliegt ja dann hier. Ich nehme an, dass ich da halt jetzt schnell reagieren muss, aber ich habe gar nicht so richtig geschnallt, wann das Spiel wieder weiterging. Jetzt weg, jetzt schon weg. Oh, der kommt, die ganze Geschichte hier runter. Muss hier rum, muss hier rum. Da kann er ja nicht mitrollen, oder? Und jetzt hin, wieder durch. Sehr, sehr geiler Move. Jetzt ist er wieder hinter uns, gell? Oh, wenn ich es richtig weiß, muss ich hier rein. Ich muss gucken. Da wird Munition irgendwo liegen? Ja, hier. Scheiße. So, pass auf. Wir müssen da runter. Aber wie soll ich die... Oh! Mr. Dampfwalze. Vergiss es, das ist total übel jetzt, weil die so langsam ist, weißt du? Ah, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe so scheiß tierisch Zahnweh, Leute. Ich glaube, dass wir ein bisschen früher Schluss machen heute. Ich schwitze schon wie ein Tier. Ein Try mache ich noch. Ja, aber pass mal auf, wenn wir jetzt... wenn wir... den Weg jetzt dann laufen... Ich muss ja da irgendwie hin, entweder hier oder hier, ne? Ja, die Muni hätte ich jetzt echt nicht gebraucht, das stimmt. Aber die war so zu günstig gelegen. So, jetzt. Ich habe ja gerade gesagt, dass wir früher Schluss machen. Ich will ja trotzdem gucken, ob ich das jetzt schaffe. Ich wollte nur schon mal vorankündigen. So. Also, lass mich nochmal kurz passen. Wir laufen jetzt da hoch und dann da rechts runter. Das wird schon stimmen, gell? Der will ja nicht, dass ich ganz außen rum gehe. Das will er nicht. Das will er nicht. Jetzt ist er hinter uns. Wenn es rot wird, ausweichen, ne? Scheiße, wo, muss ich in die Tür rein? Wir sind halt mit einem Schlag jetzt jedes Mal tot, ne? Weil ich keine Heilungsmöglichkeit habe. Hinter ihm war eine Tür. Ich glaube, da muss ich rein, gell? Ja, wir machen... Ich möchte jetzt noch probieren. Ich wollte jetzt nur vorankündigen, dass wir so halt die nächsten 10 Minuten werde ich ausmachen müssen. Das packe ich sonst nicht. Aber ich mache jetzt eine glatte Schalter rum, halt das. Ich bin ja schon ein bisschen älter, ne? Ich weiß schon, was ich mache. Ich wollte es, wie gesagt, nur ankündigen kurz. Ist lieb, dass ihr Verständnis habt. Ich gehe doch davon aus, dass das keine Frage ist, aber trotzdem. Das macht es halt zusätzlich gerade nicht schön, ne? Ich würde jetzt nur gerne wissen, ob ich das schaffe, wenn wir nämlich uns heilen könnten, diese Geschichte. Jetzt ist er hinter uns und jetzt laufe ich hier rechts praktisch rein, wo ich denke, dass ich hin muss. Und dann hopft er ja da vorne. Wir waren einfach jetzt schneller wie er, siehste? Das war schon mal gut. Das wollte ich doch sehen jetzt, dass der Carlos hier mal was Anständiges auf die Beine bringt. Digga, hättest du mir mal eine Heilspritze? Da konnte ich jetzt nichts machen, das ist Filmsequenz. Alter, was ein Viech der Nemesis.
unzerstörbar, oder? Komm, vergiss ihn einfach! Hallo, es kommt Rind, komplett bumm! Der benutzt die Tanks. Wow, Alter, was eine Aktion. Nichts mehr aus hier. Da noch einen Speicherpunkt gibt, nehmen wir den. Carlos, ich weiß, wir hatten keinen tollen Start, aber danke für die Rettung. Hey, du hast mich zuerst gerettet. Du bist einiges mutiger als ich. Aller geht durch die Tür, lass mich durch, Digga. Also, steht er da. Ist, dass wir jetzt alle aus der Stadt bekommen. Ja, dann bist du sicher. Was ist mit dir? Wie es aussieht, werde ich die Bahn nicht nehmen. Wieso nicht? Okay. Es kommen neue Befehle. Okay, was heißt das? Wenn es hilft, die Stadt zu retten, macht mir das nichts aus. Okay. Jetzt sind wir wieder bei der U-Bahn, wo wir angefangen haben, oder? Ich bin schon durchgelaufen, Digga, wenn du auf mich watsch. Hallo? So, wir gehen mal weiter. Gute Arbeit. Dein Ruf ist wirklich verdient. Steig ein. Die U-Bahn fährt gleich ab. Carlos Tyrell, ihr habt eure Befehle. Ihr müsst wieder raus in die Stadt und Nathaniel Bark finden. Das ist nicht der letzte Zug raus, oder? Keine Sorge, sobald die Zivilisten sicher sind, kommt die Bahn zurück. Schon gut, geh ruhig vor. Ich gehe schon nicht drauf und lasse dich in der kalten Welt ohne Carlos zurück. Okay. Ihr müsst diesen Forscher finden. Sein Impfstoff könnte uns alle retten. Danke. Siehst du? Du lernst. Nur dein eigenes Leben ist wichtig. Viel Glück. Was haben die eigentlich jetzt gemacht in der Zeit, wo wir draußen unser Leben aufs Spiel gesetzt haben? September 29, 2:11 Uhr, U-Bahn-Wagen. Du glaubst nicht wirklich, dass ein Schreibtischtäter wie Bart noch lebt, oder? Angeblich tut er das. Ist der verletzt? Sorgst du dich um deine Kollegen? Oder was anderes? Komisch, dass hirnlose Zombies einer Kolonne so auflauern konnten. Komisch, dass das Tor verschlossen war. Meinst du nicht? Was war das? Super. So ist dieses Arschloch nicht tot! Nein! Lass es! Komm, hier lang! Nikolai, was machst du? Er ist nicht hinter mir her. Nikolai! Super. Runter von meinem Zug, Dreckskerl! C4. Bam! Bamsle! September 29, 2:34 Uhr, Westtor, RPD. Das ist eine Weile her. Die U-Bahn müsste aus der Stadt raus sein. Mit deinem heißen Date? Eine ist sie nicht. Sie ist ganz anders. Okay, wir halten klaren Kopf, Romeo. Hier ist die Polizeistation. Ganz sicher? Sieht mir eher wie ein Friedhof aus. Ich weiß jetzt halt nicht, wo der nächste Speicherpunkt ist. Wir machen einfach dann beim nächsten Stream hier weiter an der Stelle, ne?
Ich nehme an, das wird jetzt aber nicht gleich einer kommen, wenn die hier zu zweit rumlaufen. Da kommen laufend Filmszenen jetzt, ne? Deswegen mache ich nicht einfach aus. Jetzt guck mal halt, bis es wieder ruhiger wird und dann ist gut. Alter. Komm schon, Mann! Nicht du auch! Schieß ihn! Schieß ihn! Tut mir leid! Tut leid! Oder er ist noch halb da. Ziemlich gut gemacht. Verschlossen. Hat der Zug gemacht von innen, der Sack? Er hat Angst. Bleib bei der Tür. Ich erledige den hier. Komm doch her. Ah, jetzt spielen wir praktisch mit dem Carlos erstmal, weil das ist auch cool. Den interessiert der Maschinengewehr bloß nicht wirklich, ja? Okay, meine Lieben. Das hat keinen Wert. Ich möchte ja auch mit der Sache dabei sein, wenn ich hier Unterhaltung mache. Das soll man ja auch Spaß haben. Ich würde sagen, ich kündige den nächsten Stream dann an. Wir machen dann einfach an der Stelle hier weiter. Ich weiß nicht, ob da drin jetzt gleich ein Speicherpunkt kommt. Wäre mal halt recht gewesen. Ja doch, das ist doch das alte Dings, gell? Jo, dann können wir hier speichern. Sehr schön. Ach, da bin ich aber froh. So, Leute. Tut mir leid an der Stelle. Hatte ich so nicht geplant. Ich habe schon ein paar Tage mit dem Zahnweh zu kämpfen, habe es aber bisher im Griff gehabt. Bin jetzt extra nicht zum Arzt gegangen, wegen Corona-Zeugs und so, du weißt ja dann auch nicht. Man ist halt vorsichtig. Wir machen hier in der nächsten Session dann direkt weiter, würde ich sagen. Dann haue ich mich jetzt raus erstmal. Okay, gut zu wissen. Ich mach's Tor auf, dann kannst du durch. Ja, ich geh schon, ich sorg schon. Das war jetzt, wie gesagt, Leute, ich bin doch schon da, ich bin doch schon über 40. Ich gehe nicht zur Notaufnahme. Ich weiß schon, was ich mache. Ich habe es nur nicht so richtig gecheckt, dass das so schlimm ist. Sonst hätte ich den Stream Vorfeld schon abgesagt. Das wollte ich halt nicht, weil ich ihn angekündigt hatte, weißt du? Hat ja ganz gut geklappt, bis auf ein halbes Stündle. Gut, dann ganz, ganz lieben Dank, dass ihr da wart, mit mir durchgehalten habt. Wir sind jetzt hier angekommen. Ich speichere hier ab. Ich weiß nicht, wie weit wir sind vom Spiel her. Wir hatten da vorhin gesagt, dass er es durchgespielt hat. Wie weit sind wir denn ungefähr? So als grobe Einschätzung. Dankeschön für eure Besserungswünsche, das freut mich sehr. Ja, tut der Zahn richtig weh, ist nicht schön. Genau, das hätte ich jetzt auch gesagt. Ja, ich guck mal, wie weit wir sind, was ja eigentlich wurscht. Wir streamen es eh zu Ende, oder? Ungefähr Hälfte, sagt der Doktor. Danke. Danke für die Info. Alles klar, meine Lieben. Dann heute ein bisschen früher Schluss. Vielleicht starten wir das nächste Mal dafür früher. Gucken wir mal. Tut mir leid an der Stelle, aber bringt ja nichts, ne? Dann wünsche ich euch eine zauberhafte Nacht. Kommt noch gut in die Woche. Vor allem einen schönen Wochenverlauf. Ich nehme an, dass ich bis Mittwoch wieder fit bin. Dann können wir unser Streamle machen. Ich kündige es auf jeden Fall vorher an, gell? So wie immer. Da ziehe ich mich jetzt raus. Das tut tatsächlich jetzt, bringt jetzt nichts. Schade. Ich würde so interessieren, wie es weitergeht. Also gut, dann fackel ich gar nicht mehr lange rum. Herzlichen Dank fürs Dasein, für eure Unterstützung, fürs Mitfiebern, Spaß haben. Kommt gut durch die Woche, schlaft schön und kommt vor allem gut morgen raus und haltet durch, ne? Dann bin ich mal raus für heute. Machen wir hier nochmal das Bildle rein, das Gesichtle weg und schlaft schön. Bis zum nächsten Mal.